So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Mega Man 10. Wir machen als nächstes Nitro Man. Der Nitro Man. Na gut, dann schauen wir uns mal die Stage an. Ab geht's. So, ich habe einen Cut gesetzt. Was für eine Verwunderung. So, da komme ich noch durch. Eigentlich ohne Probleme. Und bei dem auch. Einfach drüber, zack, bumm, fertig. So, da springen wir. Aufpassen, dass er halt einen nicht erwischt. So, jetzt nehmen wir das. Den Rush wieder. Perfekt. Und jetzt auf wieder. So, jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Upsi, Entschuldigung, hab mich verdrückt. So, jetzt müssen wir hören. Und jetzt bin ich auch ganz kurz leise, damit ich das höre. Nämlich, jetzt habe ich es zum Beispiel nicht gehört. Ja, jetzt auch nicht. So. 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 Ja, zu spät. Meine Güte. So, Lebensenergie wäre jetzt irgendwie geil. Vielleicht lasst ihr ja welche fallen, aber ich glaube nicht. Nein. Ah, ich nehme mal lieber eine. So. Jetzt brauchen wir die Spikes. Oder? Jetzt schon? Nein, jetzt noch nicht. Jetzt kommt noch das Leichte. Hier, Entschuldigung. Jetzt habe ich mich verschluckt. Das ist very easy. Meine Güte. So viel zum Thema, es ist leicht. Oh ja, es ist schon leicht, das passt schon. So, jetzt brauchen wir die Spikes. Einfrieren. 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 Sehr gut. Einfrieren. Sehr gut. Und da runter. Ah, verdammt. Na, das wollte ich. Moment, ich nehme wieder die Spikes. Ich bin nur ruhig, damit ich das höre, falls das kommt. Deswegen. So, einen normalen Megabuster. So, und hier bin ich auch draufgegangen. Des Öfteren leider. So, einfach runter, das interessiert mich nicht. So, den haben wir noch ziemlich krass da in die Fresse. Sehr gut. So, und jetzt drückt's mir die Daumen. Da unten bin ich die ganze Zeit gestorben. Ja, genau, wegen diesen Arschlöchern da. Ich nehme aber jetzt wieder diese Spikes. Ja, so geht's auch. Lebensenergie. Ach Gott. Und ich hab's geschafft, ich bin beim Boss. Ich bin beim Boss, ich bin beim Boss, ich bin beim Boss, beim Boss bin ich. So, wir probieren ihn gleich beim ersten Mal, aber wir lassen uns einfach sterben, würde ich sagen. Das hat eh keinen Sinn. Der Nitro-Man. Nitro-Man. Okay. Ja, das ist unfair. Das Hin- und Herfahren, okay, gut. Aber das, wo er das runterhaut, das ist schon ein bisschen unfair. Okay, gut, passt. Wir wissen, was er ist. Schauen wir mal, wie viele Leben wir noch haben. Eins. Also, ich habe zwei Versuche auf gut Deutsch gesagt. So, drückt mal die Daumen. Und ab geht's.
Ja. Einmal noch. Und wir haben ihn. Perfekt. Für die Stage habe ich nicht so lange gebraucht. Und ein grauer Megaman. Cool. Was kriegen wir denn? Ah, das ist nice. Passt. So, Shop. Wir gehen wieder tüchtig einkaufen hier. Ja, 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 ich weiß, dass ich da einkaufen kann. Nein, das will ich nicht. Ich will nur das hier. Ja, genau. Gleich nochmal. Gleich nochmal. Achso, ich bin voll, passt. So. Somit passt das eigentlich hier. Wir gehen raus da. Und jetzt tun wir noch speichern. Perfekt, sehr gut. Es sind nur noch 3 Robotermaster übrig, was ich weiß. Was ich weiß. So, zurück. Genau, die 3 sind noch übrig. Blade Man, Commando Man und der Strike Man. Ja gut, welchen wir als nächstes machen, weiß ich noch nicht. Das werde ich wieder herausfinden müssen. Das war's auf jeden Fall jetzt einmal mit diesem Part. Ich bedanke mich aber bei euch wie immer ganz herzlich fürs Zusehen. Macht's gut. Tschüss, Baba. Euer Herzfehler.